Yo, willkommen zurück zum Minecraft-Markt. Weiter geht's in meinem Haus. Und zwar nicht hier oben, sondern weiter unten. Nicht wundern, wir sind jetzt quasi... also wer den Livestream gesehen hat, wir sind jetzt quasi vor... Ich stelle mich mal ganz kurz so hin. Oh mein Gott, wir sind jetzt quasi gerade vor dem Livestream. Aber die Folge nehme ich für danach auf. Weil das hat auch einen Hintergrund. Und zwar wurde ich beklaut. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn sich jemand was rausnimmt. So wie Early Boy hier von wegen. Hat mir 4 Skystone geklaut. Gruß Early, finde ich super in Ordnung, wenn man halt ein Schild hinstellt und wenn ich genug von dem Kram noch habe. Also wenn er mir die letzten 4 Sky Stones geklaut hätte, wäre das natürlich nicht so geil gewesen, aber ist okay. So. Warte, ich mach das Schild mal kaputt. Aber jetzt letztens ist irgendwie einer hergegangen. Ist mein Magnet an? Irgendwie nicht. Letztens, also ich habe gesehen, dass quasi das so war und jemand sich wohl ganz viele Redstone-Blöcke rausgeholt hat. Ich weiß nicht genau, wie viel. Ich meine... Ich will jetzt auch nicht pingelig sein, ich habe genug Redstone. Aber ich finde es halt schade, dass man nicht ein Schild hinstellt von wegen, pass auf, ich habe dir das und das geklaut. So wie Early Boy halt. Oder wie schon mal jemand gemacht hat, ich habe mir das und das genommen. Finde ich das super in Ordnung. Ist auch kein Problem. Aber wir bauen jetzt ein Security Terminal. Das heißt, sobald das Gerät steht, hat niemand mehr Zugriff auf mein ME-System. Das heißt, die Leute müssen mich fragen, wenn sie was haben wollen. Finde ich auch super. Und ich sage auch immer, wenn die Leute was haben wollen. Keine Ahnung, weil ihr sagt immer, gib dem und dem Netherstars, der braucht die voll. Gib dem und dem Draconium, der braucht das. Wenn die Leute das brauchen sollten, dann sollen sie doch einfach bitte fragen. Wie gesagt, ihr müsst nicht unter jedem Part schreiben von wegen, gib dem und dem das. Einfach reinschreiben von wegen, oh, 2500 Diamanten. Von wegen, der Peter oder der Debitor hat gesagt, frag ihn einfach, dann passt das. Wir haben Salz. 11.000 Salz. Was sollen wir mit 11.000 Salz? Ich guck gerade, Disketten sind noch einigermaßen leer. Okay, wir bauen Security Terminal. Security Terminal. Deswegen, das wird man im Livestream auch gar nicht gesehen haben. Ich hoffe, ich werde es auch nicht verraten. Security. Ne, warte, da ist er. ME Security Terminal. Da brauchen wir den auf jeden Fall. Den. Das ist ja gar nicht so viel, was man... Lol, das habe ich alles. Geil. Ach ja klar, als ich diese ME-Monitor gebaut habe, ist natürlich ein bisschen was übergeblieben. Ich habe immer noch Angst, wenn ich hier rumfliege, ne? Ich brauche hier unbedingt eine Haussicherung. Haussicherung kommt auch, weil zum einen werden die Leute sterben, wenn die reinkommen, wenn wir was klauen wollen. Und zum anderen werden sie da nichts rausziehen können. So. In der ME-Chest. Okay, jetzt haben wir kein Glas mehr. Glas können wir aber, glaube ich, einigermaßen schnell machen, ne? Weil Pulverized-Zeug habe ich, glaube ich, eine Menge. Und warum verschiebt sich das denn immer? Wo ist es hin? Ah, da. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen den hier in der Mitte, einen 16K Storage Bus. Die haben wir, glaube ich. Jawoll. Da misst ihr von euch drei, ne? Scheiße. Verdammt. I need Glas. Das war Quarzglas. Machen wir mal einen Stack. Ich mache jetzt mal nicht die ganze Zeit Stacks, weil nachher fehlt mir dann wieder Quarz oder so. Ich packe auch teilweise einfach hier was in die Kisten rein. Also am Ende der Folge packe ich die Sachen da rein. Oder kurz danach, so wie letztens den Builders Wand dem Skate gegeben habe. So, dann schmeiße ich die Scheiße da rein und gehe dann off, sodass ich dann, wenn ich dann wieder reinkomme, genug Material wieder habe zum Bauen. So sieht's aus. So, warte mal, wir haben jetzt... Nein! Genau, die Kreativzelle will ich haben. Die ist gut. Nie mehr Energieprobleme, obwohl Energieprobleme haben wir sowieso nicht. So, warte mal, wir brauchen 3 von denen. 2, 3. Damit können wir auch uns 4 Kardisketten machen, rein theoretisch, ne? 1, 2, 3, 4. Dann das. Und dann... Das. Boah, das ging ja schneller als gedacht. So. Ich werde den jetzt... Sag ich direkt im Voraus, ich werde den jetzt setzen. Irgendwo hin. Dann werde ich den, weil ich glaube, den kann man abbauen. Also, wollte gute Dinge eigentlich. Man kann hierher gehen und kann den abbauen und dann hat man wieder Zugriff auf das System. Ich werde den jetzt irgendwo hinsetzen. Am Ende der Folge werde ich den dann wieder abbauen und woanders hinsetzen. Sag ich schon mal im Voraus, einfach um die Sicherheit zu gewährleisten, weil ich kann es nicht... Da haben wir es. Und schon läuft's. So, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so ist, aber angeblich hat der User, der das Ding hinsetzt, die volle Kontrolle über das Ding. Wenn ich jetzt einen anderen noch Zugang gewähren möchte, dann müsste ich quasi eine Karte anlegen, so eine personalisierte
Identifikat, also so eine, wie heißt sie? Ich weiß ja nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall gibt es da so Karten, dass man dann, dass ein anderer dann da dran gehen kann. Ich hoffe, das funktioniert und ich hoffe, dass die Leute... Oh, läuft immer noch, ey, krasse Query. Und ich hoffe, dass die Leute da Spaß dran haben. Noch was, was wollte ich bauen? Genau, der Raum hier wird ja immer besser. Im Nachhinein hätte ich doch die Treppe lieber noch ein bisschen versetzt, aber... Ist egal, weil da hinten kommt man irgendwie raus, da kommt man raus. Das baue ich aber alles im Livestream gestern um. Wie es anhört, ich bin der Peter aus der Zukunft. Genau, das wird auf jeden Fall morgen dann fertig sein, weil das werden wir gestern im Livestream fertig gemacht haben. Dann haben wir auf jeden Fall Wither und dann können wir, wollte ich mal ganz kurz gucken, von Draconic Evolution. Draconic! Ich hoffe, der Nachbar stellt nicht irgendwann. Oh nein, das ist die gute. Wir bauen uns erstmal die Roof an. Da brauche ich einen Netherstar. Und da nicht für. Also ich glaube, ohne mich jetzt so weit aus dem Fenster zu hängen, ich glaube, wir können einiges im Livestream gebaut haben von den Sachen, weil ich mache ja unten diesen Nether-Ding, dann werde ich ganz viele Netherstars haben und mit denen werde ich dann die Rüstung bauen. So, also da kann sein, dass die Rüstung dann fertig ist, aber die andere Rüstung, die zeige ich euch und ich werde mir auf jeden Fall dieses Schwert hier erstmal machen. Und das Ritual auf dem Dach könnte man einmal angehen. Sekunde, ich habe genug Strom. Draconium! Kann ich damit drei Blöcke machen? 4, 1, 2, 3, 4. Oh! Weil jetzt kommt es für diese super krassen Barren. Wo haben wir es? Ah, genau, für die Awakening Draconium Ingots. Da braucht man halt so ein Ritual und 4 voll aufgeladene Steine. Sprich, so. Und das werde ich jetzt mal machen. Das zieht einiges an Strom raus. Einiges. Und ich habe mir auch überlegt, weil alle sagen, guck dir den Reaktor von an und der ist ja viel größer und bla bla blub. Aber ich habe überlegt, ich mache meinen einfach länger. Und zwar einfach hier oben hin. Kann auch sein, dass ich ihn schon gebaut habe, aber es ist ein bisschen blöd, wenn man immer so ein bisschen im Voraus aufnimmt. Weil hier ist ja der Reaktor drunter, wie man sehen kann. Und ich hatte mir einfach überlegt, den quasi bis hier oben hin zu bauen. Also weiter hoch zu bauen und dann... Und wer sich jetzt wundert, warum ich diese Werkzeuge habe, ich hatte einen gemeinnützigen Livestream gemacht. Und dort habe ich mir diese Werkzeuge gebaut, weil mit den Werkzeugen konnte ich den Rest viel schneller bauen. So, also man baut dann quasi den Reaktor so ein bisschen weiter hoch. Eventuell lässt man den noch oben rausgucken mit so Kühlung dran. Das sieht, glaube ich, ganz nice aus. Also wenn der oben schön rausguckt mit Kühlung dran... Und manche haben auch geschrieben, das ist voll einfach, den Energiespeicher anzuschließen. Ist auch, das ist auch gar nicht das Problem, Alter. Voll gut. Da hängt so ein Mini-Solarpanel dran und das hat das Ding schon 186 Millionen aufgeladen. Also hat sich auf jeden Fall in der Hinsicht schon gelohnt. Ah ja, genau. Aber der soll ja gesteuert werden. Das habe ich mir auch mal angeguckt. Im Singleplayer habe ich auch geschafft. Ist aber dann nicht ganz so einfach wie gedacht, will ich mal behaupten jetzt. Ist auf jeden Fall einfach, aber vielleicht nicht ganz so einfach. Kann aber auch sein, dass der Reaktor dann morgen fertig ist. Weil ich wollte in der Folge jetzt quasi das Security Terminal machen mit euch, dass ihr quasi seht, was das ist. Weil ich möchte quasi coole Sachen, die ein bisschen Erklärung bedürfen oder wo es ein bisschen an Erklärung bedarf. Mit euch zusammen machen, damit ihr auch versteht, was es ist. So. Und dabei jetzt hier, keine Ahnung, das Schwert hier von Draconic Evolution als Beispiel. Wenn ich das im Livestream baue oder so, ist zwar cool, aber das ist jetzt ja kein Hexenwerk. Also da... Also ihr wisst, was ich meine. Das zeige ich euch dann auch in der Folge, wenn ich das gebaut haben sollte und dann geht's ab. Hui! Und ich muss oben ein bisschen mehr... Ich muss hier generell mal ein paar Lampen verteilen. Lampen. Ich glaube eh, die Fensterfront wird nicht so groß werden, wie es hier gerade ist, aber... Ich könnte ja mal... Aber die Fenster setzen, wie gesagt, das sieht ja im Livestream schon mal ganz anders aus. Da ist das Security Terminal. LOL. Ist auf jeden Fall schon sehr, sehr krass. Aber ich gucke gerade, die Maschinen laufen alle noch auf Hochtouren. Jo, cool. Oh, da fällt mir ein.
Da hat jemand einen ganz guten Tipp gesagt. Und zwar, wenn man Cursed Earth unter so einen Spawner tut, dann ist der wohl auch aktiv, wenn kein Spieler in der Nähe ist. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall auf eine Art schon ganz geil. Warte mal, irgendwas wollte ich noch machen. Glas. Genau, das meine ich. Habe ich halt Sand reingesteckt und gut war. Habe ich ja gerade mal erklärt. So, quite clear glass. Das beleuchtetes. Weil dann lege ich mal oben ein paar Fenster an. Was können wir denn noch machen? Sachen für den Generator bauen, um den dann im Livestream zu basteln? Ach ja, ich wollte noch so ein Auto-Crafting-System bauen. Wo ich dann diverse... Wie könnte man sie nennen? Kurz überlegen. Ach ja, genau, warte. Das ist gut. Wo ich dann diverse Sachen halt automatisiere, wie Solarpanels oder aber auch, sag ich mal, dickere Disketten. Weil diese Disketten alleine zu bauen oder von Hand, das ist total, also macht keinen Spaß, ist total ineffizient. Und da speist man dann einmal das Rezept ein und dann läuft's. Hä? Egal. Egal, lass ich mal so. Irgendwie dachte ich jetzt gerade, das kann man gleichmäßig verteilen. Kann man aber gar nicht. Das ist ärgerlich. Ach genau, ich wollte gucken, was die Hexe gebracht hat unten. Die Hexe und der Zauberer. Und jemand hatte auch die Idee, also ich gucke immer, ich lese auch relativ viele Kommentare. Das sieht man ja auch immer unter den Folgen. Dass ich da viel drauf antworte oder whatever. Guck mal, jetzt leuchtet das. Und da hat auch jemand geschrieben, mach doch... Warte, warte, wie war der Wortlaut? Auf jeder Etage einen ME-Terminal. Dann musst du nicht immer runterlaufen. Ist eine super Idee, hatte ich auch sowieso vor, weil einfach so ein ME-Kabel hochlegen und überall so ein Terminal dran. Da muss man die Terminals allerdings erstmal bauen, aber das ist jetzt nicht so das Problem. So, warte, Sekunde mal eben. Hä? Was ist da denn? Hallo? Lol. Er hat einfach so ein, wie heißt das Ding? Pumpe? Na, keine Ahnung, wie das heißt. Habe ich noch nicht so oft benutzt. Hatten wir auch eigentlich noch nie. Ah, doch, ganz früher als kleines Kind hatten wir so ein Ding. War für die Toilette. Aber ich glaube, früher hatten die echt fett geschissen, wenn die das früher alle gebraucht haben. Das ist schon heftig gewesen, sag ich mal. So. Okay, ich gebe zu, hier möchte ich das gar nicht haben. Weil hier möchte ich ganz gerne eine Ecke drin haben. Also ihr seht schon, das Haus entsteht. Ich finde ehrlich gesagt auch blöd, wenn man bei so einem Projekt dabei ist und nur Hardcore-Maschinen baut. Das finde ich total... Also da hätte ich keinen Spaß dran. Ich will auch irgendwie ein coole Umgebung haben, wo die Sachen drin sind. Ich meine, klar, am Anfang baut man Maschinen. Aber nur Maschinen irgendwie? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Jetzt mache ich hier wieder anderen Kram. Ich wusste nicht, dass das ME-Terminal so schnell geht. Eigentlich könnte ich für das ME-System noch ein paar Sachen bauen. Ich gehe sofort nach unten. Schande über mich. Nein, sag bloß, mein Glas ist alle. Yo, das ganze Glas ist... Nein. Oh, scheiße. Oh, immer diese blöde Laberei. Okay, machen wir nochmal alles weg. So, das Problem war jetzt, dass ich überall Leuchteglas hingemacht habe, was gar nicht sein sollte. Und da ich jetzt nicht mehr genau weiß, wo was war, mache ich nochmal eben alles weg und mache dann wieder alles hin. Voll gute Idee eigentlich, oder? Hui! Und bam! Jetzt hätte ich fast wieder der Magnet gelohnt. So, ich habe eine Idee. Ich mache jetzt erstmal... Das beleuchtete Glas hin. Aber ich sehe gerade, ich würde hier ganz gerne noch eine Linie bauen. Wo vielleicht die Treppe ist, muss jetzt nicht unbedingt eine Scheibe hin. Aber eine 1, 2, 3er große Scheibe macht dann schon wieder Sinn. So, das würde ich zumachen. Ah ja, genau, jetzt weiß ich, was wir noch eben bauen können. Vor allen Dingen immer eben bauen können, weißt du. Ich brauche immer voll lange für einzelne Abschnitte. Außer das ME-Crafting-Terminal, das ging schnell. Ich weiß nicht, wer von euch Evolve geguckt hat. Ist auch egal, weil ich wollte eigentlich sagen, Tech Town. Sorry, das war ja auch ein Projekt, wo wir halt auch offscreen arbeiten durften, was ich auch ganz gut fand. Bei diversen Sachen. Könnte man hier, glaube ich, vergessen, dann wird der Server abstürzen, weil dann jeder die Megamaschinen des Todes hätte.
Aber, warte, das ist das leuchtende Glas. Eins, zwei. Dort hatte ich ein Sicherheitssystem mit Laserdrills. Und automatisch zufahrenden Eisentoren an den Fenstern. Das wollte ich. Ich meine, ist nur Style. Das ist jetzt nichts, was man sagen kann, yo, das braucht man, das ist voll sicher. Aber ich hätte es gerne hier. Also solche Drawbridges, die einfach zufahren, das Haus zumachen und dann ist gut. Und ich glaube, warte mal, wenn ich genau gucke. Das könnte sogar relativ kosteneffizient sein, weil ich bräuchte nicht hier überall Drawbridges an den Fenstern. Ich könnte auch die hier machen und die dann in die Richtung ausfahren lassen. Ist halt die Frage. Überlege ich aber noch. Ja, zur Folge Ende, ich überlege so. Gut, ich würde aber mal sagen, ich baue zuallererst mal diese Platten. Diese Platten? Weil Drawbridge ist gut. Oh, Creeperheart. Drawbridge ist gut. Gibt so viele coole Sachen hier, aber da muss man alles erstmal bauen. Ja, ich baue es. Oh. Boah, das hat mich kurz erschrocken. Ich dachte hinterher, wäre ein Creeper oder so. Oh mein Gott! Okay, Aluminium Brass Ingot brauchen wir. Und zwar einiges. Hallo? Okay, klicken wir mal auf diese so wundervolle Flüssigkeit. Da haben wir's. Copper und Aluminium. Copper? Ich hoffe, ich habe Copper. Hoho. Jetzt mal die rein. Copper. Und Aluminium. Was ist denn das? Signalum Ingot. Ah ja, damit habe ich die Tesseracts abgeschlossen. Jetzt war die Frage, was brauche ich denn mehr? Ich brauche dreimal so viel Aluminium wie Copper. Dreimal so viel Aluminium wie Copper. Kann ich da oben auch Blöcke rein? Ich glaube schon, ne? Dreimal so viel. Also muss ich das so bauen, dann habe ich ein paar Barren. Boah, voll viel, ey. Voll gut. Ich glaube, die passen gar nicht da rein. Ich glaube nicht. Ich pack schon mal was da rein. Da kann man zumindest schon mal so ein paar Blöcke abgießen. Ah ja, genau. Hier hätte ich mir die wunderschönen, wie heißen sie? Werkzeuge gebaut für den super tollen Stream gestern. Vorgestern. Gestern war auch einer. Mein Gott! So. Ha! Die ist zu klein. Zu kleine Schmiede. Dreimal so viel Aluminium wie Copper. Warte mal, ich schmelze jetzt erstmal ein so. Okay, schmilzt und in der Zeit hole ich mal, wie heißen die Blöcke hier? Scarred Bricks. Scarred Bricks. Ich habe auch immer die Uhr im Auge, damit die Folge nicht zu lang wird. Security Terminal haben wir gebaut. Muss ich immer noch betonen. Sag bloß, wir haben keines. Doch, haben wir, aber ein bisschen wenig. Ein bisschen wenig Scarred Bricks. Was ist denn da los? Ich glaube, die schreibt man anders, oder? Bricks. Ah, hier sind die. Da sind die richtigen. Da braucht man vier. Da braucht man Groot und dafür braucht man das. Nein, ich habe nichts. Wie heißt das nochmal? Clay? Clay müssen wir eigentlich haben. Haben wir. Gut. Och, Mano. Okay, so ist gut. Nein, oh, was mache ich denn da? Und da machen wir Groot. Ich bin Groot. Hat bestimmt jetzt jeder im Grunde dran gedacht. Was soll's? So, da haben wir Groot. Hui. Okay. Dann können wir ein paar mehr machen, sehe ich gerade. Hi. Na, meine Öfen. Sollte funktionieren. Läuft. Gut, gut. Und da haben wir jetzt auch schon ein bisschen flüssiges Zeug. So, da haben wir 27 drin. Dreimal mehr. Eigentlich könnte ich einen Stick schon mal reinballern.
Und dann davon ein Drittel Steak. Ja, auf jeden Fall ein bisschen weniger. Und dann haben wir nachher Brass Ingot, hoffe ich. So. Aber ich würde sagen, ich lasse das Ganze mal schmelzen. Versteck mal eben das Security Terminal woanders. Sonst mache ich nichts. Und dann sehen wir uns in der morgigen Folge wieder, wo hier dann aber einiges passiert ist. Weil gestern war ja der Livestream. Aber dort habt ihr das Security Terminal nicht gesehen. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Tschüss.